Der Vorschlag für ein EU-PNR-System orientiert sich ja an dem, was die USA anderen Staaten schon seit langem abgepresst haben. Leider muss man sagen, scheint die EU-Kommission nichts aus der Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung gelernt zu haben, die der Europäische Gerichtshof vor einiger Zeit gefällt hat. Denn letztlich ist es ja nichts anderes als eine neue, umfangreiche Datenspeicherung auf Vorrat. Und zwar jeder Flugpassagier, egal wohin er fliegt, soll erfasst werden, auch völlig unabhängig davon, ob ein Anfangsverdacht vorliegt oder irgendein Hinweis auf irgendeine Gefährdung. Sehr kritisch sehe ich es auch, dass diese Daten dann offensichtlich auch ausgewertet werden sollen, um dann irgendwelche Verhaltensmuster zu erkennen, und zwar auch ohne, dass ein Anfangsverdacht vorliegt. Und diese Auswertung wird im Zweifel auch unter Heranziehung der Geheimdienste erfolgen, also auch ohne eine umfassende gerichtliche Kontrolle. Das macht die Sache noch einmal besonders heikel. Und last but not least, ich kann mir schwer vorstellen, dass das eine wirklich effektive Maßnahme zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus ist. Diejenigen, die auf dem Schirm sind, das heißt, deren Namen bekannt sind, reisen ja offensichtlich ungehindert hin und her, obwohl es ja auch heute schon ein System der Vorabübermittlung von Fluggastdaten geht, allerdings nicht in diesem Umfang, und allerdings werden diese Daten dann gelöscht, wenn sie nicht tatsächlich gebraucht werden. Also insofern sehe ich auch nicht mal die Erforderlichkeit. Insofern wird auch der Europäische Gerichtshof sich damit zu beschäftigen haben, es sei denn, das Europäische Parlament besinnt sich auf das, was es schon mal gewusst hat, dass nämlich solche Vorratsdatenspeicherung verfassungsrechtlich nicht in Ordnung ist und dass sie ineffektiv ist.